Okay, so dann begrüße ich euch im Namen der FIBO Group. Mein Name ist Louis René Dubach. Ich sehe gerade, mein Bildschirm lädt noch. Es geht los. Wir werden heute Abend mit Christian Stern zusammen professionelles Hedging anschauen. Ich für meinen Teil werde mich kurz vorstellen. Bevor wir beginnen, wie üblich, wenn es um Finanzen geht, das Risiko. Beim Forex ist es möglich, das investierte Geld teilweise oder ganz zu verlieren, und alles, was wir heute besprechen, sind keine Anlageempfehlungen, sondern es sind Ideen und Konzepte. Und dann denke ich, können wir beginnen. Eine Bitte vorab, damit wir in der Zukunft besseren Content für euch liefern können, ist, dass ihr kurz auf diesen Link geht. Ich weiß nicht, Christian, ob du den kurz in den Chat tun kannst, damit das vielleicht etwas einfacher ist, das abzuschreiben. Das führt dann zu einer Umfrage, wo ihr uns sagen könnt, was eure nächsten Ideen und Wünsche für Seminare sind. So, dann werden wir uns entsprechend für euch vorbereiten. Und das dient dann allen. So. Also, wen hört ihr da? Ihr hört den Louis. René Dubach, ich bin Swiss Regional Account Manager für die FIBO Group, arbeite seit 8 Jahren semi-professionell, habe 4 Handelssysteme, also Expert Advisors, programmiert, komme aus der Technik, hatte Elektronik, technischer Kaufmann, sehr viel Windows Server und Linux Server administriert. Das ist sehr nützlich in diesem hochtechnischen Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und werde gerne jetzt in den nächsten 1, 2 Minuten noch kurz erklären, was es mit dem Leverage auf sich hat und wie das ist mit dem Kurs respektive den Umrechnungen, weil das immer wieder Fragen sind, die ich hier im Support habe. Das heißt, ich gehe mal zur nächsten Folie. Das heißt, die Frage ist jeweils, ja, was ist jetzt der Kurs? Und ich habe hier mal eine Folie vorbereitet, wo ihr seht, Euro, US-Dollar. Also, Christian, kannst du mir Feedback geben? Sieht man meine Maus, wenn ich die bewege? Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Okay, sehr gut. Hervorragend. Also, man spricht dann vom Euro-US-Dollar-Kurs, der war heute irgendwann bei 1,1130, 1,1113, so, was ich auch richtig sage. Und was ist jetzt dieser Kurs genau? Also, das setzt sich so zusammen, dass es ist das Verhältnis zwischen den Euros und dem US-Dollar. Also es ist nicht irgendein Preis, es wird zwar gesagt, der Markt hat den Preis von, aber es ist das Verhältnis. Das heißt, es ist zum Beispiel 100.000 Euro entsprechen bei dem Kurs hier diesen 111.300 US-Dollars. Das wird zu dem Preis hin oder her geschoben in dem Moment. Oder anders erklärt, ein Verhältnis von 1 zu 1,1113. Heißt also, hier, das ist dann der Kurs, der angegeben wird. Ist aber eigentlich das Verhältnis zwischen diesen beiden. Wird bei den meisten Brokern heute mit diesen 5 Points, also Digits, angegeben, weil oft ist auch die Frage, was ist jetzt ein Pip oder was ist ein Point? Und es ist sehr einfach. Früher waren es öfters 4 Digit Brokers, da war ein Pip noch ein Point. Das war dann das Gleiche und dann wurde man feiner abgestuft über die Jahre. Heute gibt es, soweit ich weiß, fast niemanden mehr mit vier Digits, also die meisten heute aber 5. Und das zweitletzte, also die vierte, ist das Pip und der fünfte ist der Point. Der ist dann noch 10-mal feiner aufgeteilt. Man kann dann noch genauer handeln. So, jetzt kommt dann die Frage, was ist dann das Lot? Lot ist dann nichts anderes als die Menge an Geld, die gehandelt wird. Wenn ich am Morgen zum Bäcker gehe, dann kaufe ich mir ein Kilogramm Brot, das sind dann 1000 Gramm. Oder ich habe ein Megabyte Daten auf meinem Harddisk, das ist dann Mega ist dann die Anzahl Bytes. Und im Finanzmarkt ist das Lot hier, das sind dann 100.000 von den entsprechenden Währung. Also ein Lot heißt nichts anderes wie 100.000. Wenn das klar ist, dann wurde heute irgendwann ein Lot zu 1,113 Lot US-Dollar gehandelt. Das war dann der Wechselkurs in dem Sinn.
Und die Formel, die es dann gibt, was ist mein Gewinn daraus, ist, ich gewinne die Anzahl Pips, wo es nach oben oder unten geht, mal meine Lotgröße. So. Ich habe jetzt kein Feedback, ich weiß nicht, ob das soweit verstanden ist, ich gehe mal davon aus, ansonsten wird es aufgezeichnet und ihr habt ja die Möglichkeit, das jeweils später nochmal nachzuschauen. Wenn wir jetzt das so haben, kann man es auch umrechnen. Mein Gewinn durch die Anzahl Pips, wo das jetzt bewegt hat, ist meine Lotgröße. Und die Formel wird eben gebraucht, wenn ich jetzt nur 1% von meinem Konto handeln möchte, rechne ich es so entsprechend um. Dann habe ich sehr oft, wenn ich mit dem Kunden telefoniere, die Frage, ja, wie viel Leverage habt ihr jetzt? Wobei die meisten dann nicht genau verstehen, was diese Leverage jetzt ist. Also habe ich sie unten noch aufgezeichnet, Leverage 1 zu irgendwas. Ich habe zwei Annahmen und werde ein bisschen darüber reden, dann müsste es dann ziemlich klar werden. Wenn ich jetzt 1 Lot Euro habe, dann sind das 100.000 Euro und ein Leverage von 1 zu 100 bedeutet das, dass der Kunde, wenn er 100.000 Euro handeln möchte, über den Broker, der hundertste Teil davon als Margin, das sind dann diese 1000, hinterlegen muss, damit dieser Handel gemacht werden kann. Wenn das Konto, das ist hier noch so angegeben, wenn das Konto in Euro-US-Dollar ist, Entschuldigung, falsch, wenn es in Euro ist, wenn es in US-Dollar ist, deshalb hier die Klammer, müsste man es noch umrechnen, also mit dem aktuellen Kurs, und dann müsste man 1113 US-Dollar hinterlegen, um diese Position öffnen zu können. Als zweites Beispiel haben wir ein Leverage von 1 zu 400. Dann kann der Kunde 100.000 Euro wieder handeln, muss aber nur 250 Euro als Margin hinterlegen. Das hat einen Vorteil. Ich finde, es ist zwar ein Nachteil, ich erkläre auch, warum ich das so denke. Zuerst, was der Vorteil ist, ich kann, wenn ich jetzt ein 1.000 Konto habe, kleines Konto mit nur 1.000, kann ich an der Stelle ein Lot öffnen, ein Lot handeln. Wenn es zwar dann gegen mich läuft, habe ich ziemlich schnell den Margin Call, was unangenehm ist, aber ich habe die Möglichkeit für ein Lot. An der Stelle, wo es 1 zu 400 ist, habe ich die Möglichkeit, 4 Lot zu öffnen. Jetzt geht das dann wieder hoch in diese Rechnung. Wenn ich also hier die Lotgröße viermal mehr machen kann, habe ich die Möglichkeit, mit mehr Hebel zu handeln. Das ist der Vorteil, aber es ist eben auch ein Nachteil, weil die meisten Kunden über Hebeln hier handeln und das führt dann schneller zu Verlusten als zu Gewinnen. Oder wie es mir mein Freund heute gesagt hat, an der Börse kann man schnell nur arm werden. Reich braucht eben seine Zeit. Also mit immer schön langsam, gutes Risk-Money-Management, dann wird das auch was. Ich sehe den Chat nicht. Gibt es dazu Fragen, Christian? Soweit nicht. Ich würde eventuell aber zunächst mal darauf eingehen, warum du im Grunde genommen hier überhaupt auf den Leverage bzw. auf den Hebeleffekt zu Deutsch natürlich ansprichst. Und würde eventuell, ja, weil wir gehen ja im Grunde genommen ins Thema dann Hedging rein, verstehen wollen, aus welchem Grund du jetzt auf den Leverage bzw. auf die zu entrichtende Margin schon einschwingst. Im Grunde genommen wäre also ja die Margin sowohl beim Hebel von 1 zu 100 zu entrichten, als beim Hebel 1 zu 400 natürlich deutlich weniger. Das heißt, ich kann deutlich agiler im Depot agieren, kann mehr Positionen und größere Positionen aufmachen. Louis, was hat das Ganze jetzt mit dem Thema Hedging zu tun? Also, die Margin wird ja als Sicherheit vom Konto weggebucht. Das macht der MetaTrader, das sieht man auch da, wo Margin steht. Und die darf nicht aufgebraucht werden. Wenn das ist, wird die Position geschlossen. Das ist der Margin Call und das kann zu einem Zeitpunkt sein, wo ich eigentlich gar nicht aus dem Markt gewollt hätte. Deshalb muss man die Margin im Auge behalten. Ich dachte mir, du wirst es erklären, sobald es ums Hedging geht, hat es deshalb hier nicht vorgezogen. Wenn es jetzt natürlich eng wird mit meinem Margin, weil ich vielleicht 3-4 Positionen aufhabe und es kommt was News rein, wie wir es heute hatten, was Draghi was ankündigt, dann könnte es auch sein, dass es mal in die falsche Richtung geht und ich plötzlich, wenn es um Margin geht, eng werde. Jetzt kann man da beginnen zu hedgen. Da wärst du dann später gefragt. So, das mal kurz, warum ich das erklärt habe. Und du kannst dich dann aus meiner Sicht darauf wieder beziehen.
Genau, also der Louis hat im Grunde genommen jetzt schon mal ein Beispiel gebracht, warum Hedging überhaupt für euch Sinn machen könnte. Und der Gerhard hat im Grunde genommen auch im Chat schon vollkommen richtig erkannt. Er schreibt nämlich, ist so ein hohes Leverage nicht zu riskant? Bei so einem hohen Level nur eine Frage der Zeit, bis das Konto platt ist. Also im Grunde genommen ist das vollkommen richtig. Je höher dieser Hebel, je größer der Leverage natürlich ist, desto wahrscheinlicher kann es auch sein, dass man das Konto überhebelt. Und mit einem gezielten Hedge kann man da deutlich gegensteuern. Und von daher möchte ich im Grunde genommen dem René an dieser Stelle kurz danken und werde mal kurz die Moderation übernehmen und möchte euch an dieser Stelle kurz einführen in das Thema des heutigen Abends, nämlich das sogenannte Hedging. Ich sage schon mal Danke an den Louis, der hier vom Broker kommt, der hier vom Fibo Group kommt. Und das Gute ist, dass er jetzt den Abend noch mit uns begleiten wird, dementsprechend auch für Fragen zur Verfügung steht. Und ihr habt natürlich generell, wie immer, zu unseren Webinaren die Möglichkeit, Fragen hier im Chat einzustellen. Und dementsprechend zeichnen wir das Ganze auch auf. Ihr findet die Aufzeichnung später unter tradingstars.de. Einmal rechts oben auf den Button YouTube klicken und landet dann bei mir im Kanal und könnt dann hier euer Abonnement machen, beziehungsweise eben euch die Videos nochmal anschauen. Das ist der Wochenausblick jetzt von gestern beispielsweise. Und dementsprechend könnt ihr hier also das Ganze euch in Ruhe nochmal angucken. Zudem habt ihr zum einen die Möglichkeit, die Webinarfolien anzufordern, per E-Mail bitte. Dann einfach schreiben, hätte das Ganze, dann müsst ihr es nämlich nicht mitschreiben. Und zum anderen natürlich auch nach unserem heutigen Webinar uns als Referenten zu erreichen. Dem Louis seine Kontaktdaten habt ihr gerade schon gesehen. Und dementsprechend natürlich Fragen, die noch aufkommen sollten in den nächsten Tagen, Wochen oder Stunden, dann einfach noch nachzureichen. Ansonsten schaue ich immer mal wieder in den Chat rein. Und sollte hier die ein oder andere Frage zum Thema passen, dann würde ich sofort darauf eingehen, beziehungsweise dem Louis dann auch rein moderieren. Und ansonsten werde ich versuchen, die Fragen, die offen sind, dann noch ganz am Ende zu beantworten. Und dementsprechend habe ich euch auch schon, und der Louis hat es auch gerade nochmal gemacht, die Umfrage als Link eingestellt, wo ihr gerne teilnehmen könnt, sodass wir so ein bisschen eruieren können, welche Themen euch in der Regel eher interessieren, welche Themen vielleicht schon bekannt sind, beziehungsweise uninteressant für euch sind. Und von daher bitten wir euch einfach darum, hier kurz teilzunehmen. Zum anderen könnt ihr auch am Donnerstag noch ein Webinar miterleben, beziehungsweise euch für eine Webinarreihe anmelden, die am Donnerstag beginnt ab 19 Uhr hier zum Thema Live-Trading für Anfänger. Bedeutet, mit kleinem Geld, mit nur 500 € bzw. Dollar Einzahlung wollen wir hier ein Depot traden, nämlich auf Basis der Cent-Accounts, und dementsprechend hier nochmal die Möglichkeit, euch bis Donnerstag hier noch anzumelden, bei dieser Reihe teilzunehmen. Für heute haben wir ein wichtiges Thema auf dem Plan stehen, nämlich eben das sogenannte Hedging. Das fußt auf einer Anfrage eines Kunden, der einfach hier falsch gehedged hat und eben ja, in der E-Mail das beschrieben hat, was er gemacht hat. Und von daher denke ich, ist das ein interessantes Thema, mit dem wir eben heute durchstarten wollen und dementsprechend die Risikohinweise auch zum Thema Hedging. Es gibt Trades, die sehen gut aus, die sehen auch so aus, als könnten sie gar nicht dahin losgehen, aber auch hedgen kann man falsch und dementsprechend müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr das ordentlich macht und von daher natürlich das Risiko kennen. Das hat der Louis aber vollkommen richtig gesagt. Und grundlegend werde ich jetzt die Basics machen und dann werden wir nochmal rübergehen, auch eben zum Thema Margin-Leistung. Wie kann ich die im Zweifelsfall minimieren? Wie kann ich einem sogenannten Margin-Call vielleicht sogar vorbeugen, wenn mein Konto kurz vorm Explodieren ist? Und dementsprechend einfach jetzt hier ein kurzes PowerPoint für euch zum Thema Hedging. Wie gesagt, ihr bekommt gerne von mir, wenn ihr es denn haben wollt. Ansonsten dann natürlich euch einfach nochmal die Aufzeichnung anschauen. Was bedeutet eigentlich Hedgen? Hedgen bedeutet das aktive Absichern von bereits bestehenden Handelspositionen. Und dementsprechend versucht man im Hedging Risiken natürlich zu minimieren, zu neutralisieren und natürlich Gewinne, wie wir das immer beim Trading versuchen, zu optimieren bzw. zunächst mal überhaupt erst möglich zu machen. Und beim Hedging wird immer eine Order hinzugefügt zu einer bereits bestehenden. Das heißt, entweder man geht eine Position ein, die genau in die falsche Richtung, in die andere Richtung positioniert wird, oder man geht vielleicht eine Position ein in einem anderen Basiswert, der positiv oder negativ korreliert ist, und dementsprechend versucht man einfach hier mit einem zweiten Trade den ersten, der vielleicht nicht so optimal gelaufen ist oder aus dem Ruder zu geraten droht, hier zu neutralisieren.
Und dementsprechend zeige ich euch einfach mal, wie man im Hedging vorgehen kann. Einfrieren des Preises soll zum einen erfolgen und natürlich auch den aktuellen Preis für die nächsten Stunden, Tage und Wochen zu sichern, dass das Depot sozusagen von der zukünftigen Preisentwicklung unabhängig wird. Das können also die zwei Ziele sein, die wir haben. Und seinen Ursprung hat das sogenannte Hedging aus dem Futures-Markt, wo man einfach versucht hat, sich eben vor Schwankungen in der Zukunft, sowohl aus beispielsweise Wechselkursschwankungen oder einfach Rohstoffvolatilitäten abzusichern. Dementsprechend also der Futures-Markt, der Ursprung auch des Hedgings. Und wir können das Hedging im Trading vielseitig anwenden. Und dementsprechend, ja, hier ein erstes einfaches Beispiel. Stellt euch mal vor, ihr habt eine Short-Position im Euro-US-Dollar über 0,5 Lot laufen, also ein halbes Standard-Lot. Und dementsprechend könnte man also jetzt die Position entweder einfach zumachen, wenn sie nicht dahin läuft, wo sie hin soll, oder man kann, um die Position weiterhin offen zu lassen, um die Möglichkeiten weiterhin zu haben, hier mit einer Long-Position entgegenwirken. Das heißt, zu meiner Short-Position gesellt sich dann eine Long-Position über dieselbe Größe zeitweise hinzu und neutralisiert sozusagen dementsprechend meine Positionierung im Euro-US-Dollar damit gänzlich. Würde ich die Long-Position nur mit 0,25 Lot fahren, dann habe ich natürlich die Position Short nur zur Hälfte neutralisiert. Und das ist auch mein Ziel in der Charttechnik. Es gibt einfach manchmal Analysen, Bereiche, die wir uns auch jetzt gleich in der Praxis anschauen wollen, die zunächst mal dazu führen, dass ich eine ganz, ganz klare Meinung habe. Ihr kennt das sicherlich. Ihr nehmt euch einen Basiswert zur Brust und kommt im Grunde genommen zu der Aussage, Mensch, das Ding muss fallen oder Mensch, das Ding muss doch steigen. Die große Frage ist nur, wann und in welchem Verlauf fällt oder steigt die Analyse bzw. eben der Basiswert, den ihr gerade analysiert. Und das kann dazu führen, dass eben größere Bereiche, Chartregionen zum Teil neutralisiert werden müssen, um nicht eine Position zu verlieren oder um nicht ein zu großes Risikofeld zu haben im Vergleich zur Chance, also ein negatives Chance-Risiko-Verhältnis zu generieren. Da schauen wir uns ein Beispiel an, einer Chartanalyse, die ich vor ein paar Wochen schon erstellt habe. Ihr seht, das ist der Euro-US-Dollar im Tageschart und ihr wisst auch, dass er im Grunde genommen mittlerweile hier oben im Haupteffizienzlevel angekommen ist, also im Bereich 1,12 angekommen ist. Und meine damalige Analyse war zunächst einmal falsch, weil ich bin davon ausgegangen, dass wir eben vom Niveau bei 1,10 ungefähr direkt entweder nach unten abprallen oder dann hier am sogenannten Make-or-Break-Cluster abprallen. Das ist im Grunde genommen basierend auf einer technischen Clusteranalyse. Wir haben hier in diesem Bereich 1,10 einfach eine sogenannte Fibonacci-Überlagerung gesehen. Das 61,8er dieses kurzfristigen Fraktals überlagernd, clusternd mit dem 50% Fibo von der großen Bewegung. Da war einfach davon auszugehen, dass auch aufgrund dieser Bärenkerze hier Druck in den Markt reinkommt, das nicht passiert. Und dementsprechend ist der Markt erstmal hier hochgelaufen zum Effizienzlevel, zu diesem Magneten aus dem Volumen heraus und hat eben diesen MOB-Cluster aus Horizontallinie, Volumen und Fibonacci-Trace mit angesteuert. Ist jetzt hier und die damalige Idee war natürlich schon, ich möchte Short gehen. Ich bin ja der Meinung, der Markt fällt, warum auch immer. Das können auch andere Gründe sein, wie beispielsweise Carry Trades oder ähnliches. Und dementsprechend war jetzt die Möglichkeit natürlich sofort Short zu gehen, sofort in den Gewinn zu laufen. Oder die Möglichkeit, dass eben der Kurs erst eine sehr, sehr große Strecke gegen mich läuft. Und von daher war das Ziel und die Aufgabe, die eben zu erfüllen war, dass die Strecke bis hier oben, bis zum nächsten Widerstandsbereich, zunächst mal neutralisiert wird aus Risikobereich heraus. Weil wenn ich hier Short gehe und den Stop-Loss hier oben irgendwo liegen habe und die ganze Strecke gegen mich laufen habe und nur hier unten hin möchte, dann ist natürlich das Chance-Risiko-Verhältnis deutlich negativ und dementsprechend muss ich also ab diesem Bereich hier ungefähr bis hier hoch, bis zum nächsten Widerstand, das Ganze neutralisieren. Und das kann ich nur machen, indem ich hier einen sogenannten Hedge-Trade eben reinspiele ins Depot und dazu schauen wir uns nochmal kurz die Analyse an. 8. Mai, wie gesagt, war die Aussage, der Kurs muss fallen, entweder sofort oder er läuft erst auf die 1,11 bzw. 1,12 hoch und dementsprechend war das Fazit, ich gehe Short, aber das Chance-Risiko-Verhältnis ist eigentlich deutlich zu hoch. Und wie habe ich das gelöst im echten Trading? Wir können uns auch gleich die Position dazu nochmal anschauen, die läuft nämlich immer noch. Schauen wir es uns an, das ist der MetaTrader-Chart jetzt hier. Die ursprüngliche Short-Position
wurde hier aufgemacht. Das heißt, dieser Sell von 0,01 Lot wurde hier aufgemacht, eben nach dieser großen Wendekerze, dann eine weitere Bestätigung, dann habe ich die Short-Position aufgemacht und der Bereich, der hier markiert ist, der hier blau markiert ist, den musste ich dann gezwungenermaßen mit einem Long-Hedge neutralisieren und ihr seht die Position hier unten, die wurde eben eine kurze Zeit vom 12. bis zum 17.05. nur gehalten. Die hat im Grunde genommen den Euro-US-Dollar-Short in dieser Zeit vollkommen neutralisiert, weil es dieselbe Positionsgröße war und hat im Grunde genommen eben hier ihren Lauf genommen, hatte hier oben ihren Take-Profit, weil da war wieder der Widerstandsbereich, da wollte ich wieder in die Short-Position rein und die hatten wir eben aus dem Risiko heraus diese 20,70 Euro rausgeschnitten und hat im Grunde genommen mein Risiko von hier nach da oben deutlich halbiert und dennoch habe ich aber die Möglichkeit eben diesen Short-Trade jetzt noch in den Gewinn zu fahren. Das heißt im besten Falle, wenn ihr richtig hedgt, wenn ihr das gut analysiert und die Stellen sehr, sehr gut auswählt, in denen ihr überhaupt neutralisieren müsst, kann es sein, dass sowohl der Short-Trade als auch der temporäre Long-Trade im Euro-US-Dollar hier funktionieren und dementsprechend beide sogar in den Gewinn laufen. Der schlimmste Fall, der Worst-Case, wäre, dass beide Positionen Verlust laufen. Warum muss ich überhaupt diesen Hedge eingehen? Naja, wenn ich jetzt hier short bin und mich hier oben gleich wieder ausstoppen lasse, dann läuft der Kurs vielleicht noch ein paar Tage nach oben und dreht dann schon nach unten weg, ohne überhaupt mein nächstes Signalniveau wieder zu erreichen. Das heißt, ich habe den Trade komplett verpasst, bin überhaupt nicht im Short-Modus, habe keinen Gewinn gemacht und dementsprechend fahre ich einfach mit dieser Hedge-Position deutliche Vorteile, einfach weil der Trade hier eine sehr, sehr hohe Chance hat auf Eintritt, weil das Risiko sehr, sehr hoch hochgradig ist. Das heißt, ich habe eine große Strecke Risiko, die ich eben halbiere durch einen sogenannten Long Hedge und dementsprechend trotzdem die Möglichkeit habe, im Short Trade hier weiter zu agieren. Und dazu jetzt nochmal hier der Trade, der immer noch offen ist. Wir sind also hier Short gegangen und im Grunde genommen haben wir hier diese 26,80 Euro jetzt Verlust, die wir von hier bis hier zum aktuellen Kurs eben im Moment im Buchverlust haben. Und dann seht ihr natürlich hier diesen Gegenhedge, diese kleine Position, die dann dagegen lief, der Euro-US-Dollar bei mit 20,71 Euro, der also wirklich einen Großteil von dem Trade, der hier gerade im Buchverlust steht, rausgenommen hat. Das heißt, der Trade an sich hat um die 30, 35 Euro Risiko und ich habe trotzdem eine sehr, sehr schöne große Chartstrecke abgearbeitet. Und jetzt kann es natürlich passieren, dass er hier nach unten läuft. Ansonsten verlieren wir natürlich dann hier unseren Short Trade. Dann ist es halt so und dementsprechend soll es dann auch so sein. Das Hedging verliert bzw. bewahrt uns nicht gänzlich vor Verlusten, sondern es kann eben zeitweise Strecken aus dem Chart herausnehmen und dementsprechend komme ich auch gleich hier auf die Frage aus dem Chat nochmal von Gerhard zu sprechen. Der schreibt, wäre es nicht das gleiche Ergebnis, wenn ich den Short Trade schließe und dann später wieder öffne? Und das ist genau das Problem. Die Frage ist, wo eröffnest du dann eben den Trade? Wenn ich mir das jetzt anschaue, ich gehe hier unten Short direkt, das Ding fliegt mir um die Ohren, ich lasse mich hier ausstoppen und der Kurs läuft eben nicht bis zum nächsten Widerstand, sondern er läuft eben nur ein Stück nach oben, um dann in meine Richtung zu laufen. Ich verliere den Trade komplett, ich habe die Chance nicht mehr auf einen Gewinn und dementsprechend ist der Hedge teilweise eben sinnvoller, weil man einfach diese Chance auf einen Erfolg nicht gänzlich weggibt und eben die Möglichkeit wieder hat. Wann müsste ich übrigens, beziehungsweise wann hätte ich denn den Hedge schließen müssen, wenn der Trade in meine Richtung gelaufen wäre? Stellen wir uns mal vor, der Short Trade wäre hier aktiv, der Hedge wäre auch aktiv und der Kurs bricht hier nach unten weg. Dann hätte ich natürlich den Hedge schließen müssen in dem Moment, wo der Kurs der ursprünglichen Position des Short Trades wieder in den Gewinn reinläuft, dann muss ich einfach diesen Hedge schließen, damit hier der Verlust im Long Trade nicht zu groß wird und dementsprechend nicht zu viel Risiko dann überhaupt erst reinbringt in die ganze Systematik. Ja, ich hoffe, die Frage von Gerhard ist dementsprechend beantwortet und dementsprechend, ja, denke ich, dass das Hedging aus dem Chart heraus deutliche Vorteile bringt, weil man einfach gewisse Regionen neutral stellen kann und sich so das gesamte Risiko deutlich minimieren kann. Ja, was kann man noch machen mit dem Hedging? Ich möchte dazu wieder in die PowerPoint-Präsentation rübergehen. Wir können nämlich noch eine Vielzahl von anderen Sachen hier anfangen. Ihr habt es also jetzt gesehen an einem Beispiel, wie kann ich charttechnisch hedgen. Was kann ich noch machen? Ich kann ein unnötiges Ausstoppen vermeiden, ein sogenanntes Stop-Phishing. Wenn ich einen schlechten Broker habe,
Gibt es ja so viele auf der Welt. Fibo Group ist das sicherlich nicht. Die machen eben kein aktives Market Making gegen den Kunden. Manche Broker machen das jedoch. Ich kann natürlich anstatt eines fixen Stops einfach einen Hedge in den Markt reinbauen, um dem Stop-Phishing des Brokers so zu entgehen und mich relativ unabhängig zu machen. Also wenn ihr merkt, dass der Broker gegen euch arbeitet, dass es gewisse Bereiche gibt, wo Kurse falsch gestellt werden, könnt ihr anstatt eines Stops natürlich einen Hedge positionieren und dann eben abends schauen, dass ihr eine dieser beiden Positionen auflöst und hier dann keinen fixen Stop mehr im Markt haben müsst. Was ihr auch machen könnt, ist, ihr könnt hohe Volatilitäten im Vorfeld von Nachrichtenevents neutralisieren. Funktioniert so. In der Regel ist es ja so, dass die Märkte im Vorfeld von großen News-Events, beispielsweise einer Fed-Sitzung, einer EZB-Sitzung, zunächst mal vollkommen an Leben verlieren. Das heißt, die Volatilität kommt zur Neige, der Markt zieht sich zusammen von der Kursschwankung her und wartet zunächst mal auf das Event. Jetzt hat man meistens Positionen im Markt liegen und möchte die aber auch nicht unbedingt schließen. Jetzt ist es aber so, dass wenn die Nachrichten dann kommen, wenn die Zahlen kommen, wenn die Politik Meldungen hat, beziehungsweise Wahlergebnisse vielleicht auch veröffentlicht werden, dass eben der Ausschlag im Kurs meist sehr, sehr groß ist und dann die Positionen in der Regel, wenn ihr auf dem Stundenchart beispielsweise arbeitet oder auf dem 5-Minuten-Chart, also etwas kurzfristig, in der Regel werden eure Trades zu großen News-Events mit großer Volatilität ausgestoppt. Und dementsprechend könnte man auch, wenn beispielsweise eine Wahl ins Haus steht, eine große Nachricht ins Haus steht, einfach die Stops rausnehmen, den Hedge dagegen setzen, also die Position vollkommen versichern und dementsprechend dann eben so in die Nachricht reingehen. Die Sell-Position und die Long-Position, die werden sich natürlich gegenteilig verhalten. Im Grunde kommt aber dann kein Verlust und kein Gewinn zustande, sondern ihr habt ein neutrales Depot, eine Marktneutralität und könnt dann nach dem News-Event, oftmals korrigieren die Märkte dann sowieso zum Ausgangsniveau zurück, könnt dann eben den Hedge-Trade beenden, um in eure ursprüngliche Positionierung des eigentlich geplanten Trades dann auch zurückzukehren. Wichtig ist nur, dass ihr euch dann selber für euch persönlich eine Art Frist festlegt und sagt, Beispiel, wenn die Non-Farm-Payrolls-Daten am Freitag kommen, einmal im Monat, dass ihr sagt, ich mache den Hedge am Freitag Vormittag vielleicht schon auf und am Montag, wenn die Börse eröffnet hat und die großen Bewegungen austariert sind, dass man sagt, am Montagmittag beispielsweise muss ich den Hedge für mich wieder schließen und eben entweder in die ursprüngliche Positionierung zurückkehren oder eben den ursprünglichen Trade dann schließen, weil die Märkte sich vielleicht doch massiv anders bewegt haben. Was kann ich noch machen mit dem Hedging? Ich kann einen Positionsaufbau mit Hilfe einer Pyramide beginnen. Das heißt, ich kann angelaufene Buchgewinne, die ihr also im Depot stehen habt, aber eben die Positionen noch nicht realisiert habt, ganz oder teilweise erstens einfrieren und zum anderen die Buchgewinne, die ich dann eingefroren habe, eben auch dazu nutzen, um weitere Positionen aufzubauen, die an sich dann kein echtes Risiko haben, sondern eben nur den Buchgewinn riskieren. In einem Rücklauf kann ich dann die Positionsgröße in Richtung des übergeordneten vorliegenden Trends vergrößern. Und dementsprechend also meinen Buchgewinn immer wieder einsetzen und dementsprechend meine Positionsgröße entsprechend einem sogenannten Martingalensystem aufbauen, bis irgendwann natürlich das Ganze ein Ende haben muss, weil nicht jeder Trend ist unendlich. Irgendwann ist ein Trend zu Ende, meine Positionen laufen dann gegen mich und nur so verliere ich dann eben schlussendlich den kompletten Gewinn. Das heißt, irgendwann muss ich mit einer Martingalen auch wieder aufhören und auch dazu möchte ich euch noch ein Beispiel zeigen. Haben wir den Euro-US-Dollar im Tageschart. Ihr seht also hier den Trendverlauf. Wir haben einen Aufwärtstrend vorliegen gehabt. Und das ist jetzt auch der letzte Arm gewesen, den wir hier eben nach oben gesehen haben. Und da könnte es eben sein, dass man sagt, ich gehe irgendwann mal long. Die Position läuft auch ganz gut an. Ich habe hier beispielsweise 0,1 Lot gekauft und bin bereit, wenn diese Position angelaufen ist, irgendwann gegen meinen Long Trade einen kleinen, hier ist es zum Beispiel ein hälftiger Short Trade dagegen zu stellen, um eine Korrektur, die ich in der Regel nach einer Progressionsbewegung erwarten darf, eben gleich zu nutzen. Das heißt, hier in dem Bereich macht die Long-Position Gewinn. Dann bin ich eben bereit, von meinen Gewinnen wieder etwas zu riskieren und gehe sogar Short gegen den Trend. Und in einer Korrektur kann ich dann mit dem kleinen Gewinn aus dem Short Trade
und den bereits erfolgten Buchgewinnen hier wiederum die Position erhöhen. Das Ganze kann ich natürlich so oft machen, wie ich möchte, bis ich irgendwann, und das ist jetzt in diesem Beispiel passiert, ich habe also einmal gekauft, einmal mich dagegen gestellt, zugekauft mit den Gewinnen der antizyklischen Position, dann nochmal zugekauft und so habe ich hier in diesem Beispiel die ursprüngliche Positionsgröße von 0,1 Lot sogar am Ende um 100% erhöht, einfach dadurch, dass ich zweimal etwas wieder riskiert habe von meinem Buchgewinn und dementsprechend dann einfach die Position deutlich, die Netto-Long-Position deutlich erhöht habe. Was müsste ich jetzt hier oben machen? Natürlich, entweder ich muss den Trade jetzt irgendwann mal beenden oder ich muss aufhören, diese Pyramide aufzubauen. Ich muss also anfangen, eben Netto-Long zu bleiben und einen finalen Stop-Loss vielleicht anhand der Verlaufstiefs hier nachzuziehen, um dann eben hier nicht mehr meine Gewinne, die eben im Buchgewinn da sind, wieder zu riskieren, sondern irgendwann auch zu realisieren. Okay, wenn ihr Fragen dazu habt, dann stellt sie gerne in den Chat ein, ich lese mit. Ansonsten gehe ich weiter in den Möglichkeiten, die ihr eben mit den Hedging-Geschäften habt, mit den Absicherungsgeschäften und dementsprechend kann man hier auch sogenannte Seitwärtsphasen und Korrekturzonen natürlich absichern. Langwierige Konsolidierungsphasen können sowohl die Psyche natürlich als auch die Equity des Traders belasten oder Kapital ohne erkennbaren Sinn binden. Nehmen wir hier als Beispiel vielleicht den Euro-US-Dollar kurz uns zur Brust. Wer hier langfristig diesen Chart beobachtet, vielleicht über Jahre hinweg, gehen wir mal kurz in den Wochenchart rein, den Euro-US-Dollar auf dem Schirm hat und hier irgendwann sich im Jahr 2015 mal Long oder Short positioniert hat, der weiß ganz genau, wovon ich spreche. Man ist also im Trade drin, mal läuft er ein bisschen in Gewinn, dann läuft er in Verlust. Im Grunde genommen kostet er nur vielleicht Geld, weil ich negative Swap-Kosten habe und dementsprechend passiert gar nichts. Ich bin gebunden vom Kapital her, vom Kopf her werde ich fast verrückt, weil mal läuft das wieder fast in Stop-Loss rein. Und dementsprechend kann eine solche Position auf Dauer sehr, sehr anstrengend werden. Und wenn mir das jetzt hier zu anstrengend wird, kann ich natürlich in dem Moment einen Hedge eröffnen. Das heißt, ich habe die ursprüngliche Positionierung nicht zugemacht. Ich habe weiterhin die Chance, den Trade zu gewinnen. Aber ich habe das Risiko komplett rausgenommen und dementsprechend, was uns der Louis im Eingangs schon angedeutet hat, kann es nämlich auch sein, dass der Broker es aus Sicht der Margin belohnt, wenn ihr einen Hedge aufmacht und dann natürlich wieder Geld im Depot frei wird, auch für andere Trades. Wenn ihr beispielsweise im Euro-US-Dollar drin seid und die Seitwärtsphase jetzt hedgen wollt, weil ihr sagt, das ist mir zu blöd, das geht weder hoch noch runter und ihr seid beispielsweise long, dann würde es Sinn machen, mit einem Kaufsignal über unseren großen Widerstand hier bei 1,1460, mit einem Wochenschlusskurs darüber, dann erst den Hedge zuzumachen und den Trend wieder laufen zu lassen, wenn eben auch ein Kaufsignal generiert wird. Genauso ist es nach unten hin, wenn ihr Short seid und eine Long Hedge dagegen stellen wollt, weil euch diese Seitwärtsspanne zu sehr nervt, auf Deutsch gesagt, dann könnt ihr diesen Hedge Trade natürlich erstmal behalten, bis beispielsweise hier das letzte markttechnisch Verlaufstief gebrochen wird, dann würde ich hier vielleicht davon ausgehen, dass wir wieder eine Dynamik reinbekommen und sich ein Wert wie der Euro-US-Dollar beispielsweise hier wieder etwas entspannter zeigt. Genauso kann ich das Ganze natürlich machen in tieferen Zeiteinheiten, in beispielsweise dem Tageschart. Auch hier haben wir jetzt schon wieder seit Tagen eine Seitwärtsphase, die sehr, sehr anstrengend sein kann. Das heißt, wenn ihr merkt, der Markt läuft und kehrt dann in die Ruhephase zurück, in die Korrekturphase, dann könnt ihr theoretisch so lange hedgen, bis beispielsweise der Markt wieder ein neues Hoch ausbildet, dann eben die Short-Position schließen mit einem kleinen Verlust und wieder in die Netto-Long-Positionierung zurückkehren. So könnte es im Moment hier für den Euro-US-Dollar aussehen. Also ich kann diese nervigen Seitwärtsphasen erstmal neutralisieren, ohne die eigentliche Position, die ich vielleicht laufen habe, die ich auch vielleicht gar nicht schließen möchte, hier in den Markt zu werfen und aufzugeben. Schauen wir weiter. Was kann ich noch machen? Hedging nach Ausbrüchen aus Chartformationen oder Seitwärtsphasen. Oftmals ist es so, wenn wir einen Ausbruch sehen, und das möchte ich euch auch noch mal ganz kurz hier vielleicht im Paint darstellen. Ihr wisst, ich bin ein großer Paint-Künstler und dementsprechend hier vielleicht einen Kurs habt, der an einen Widerstand ranläuft. Nehmen wir mal an, der kommt von unten gelaufen. Machen wir es mal so. Kommt von unten gelaufen da drin, stößt sich hier die Nase, konsolidiert und bricht dann aus.
Ein Ausbruch aus einer Konsolidierungsphase ist in der Regel sehr, sehr kraftintensiv für den vorliegenden Trend. Wir können diesen Keil im Grunde genommen als Konsolidierung sehen. Der Markt bricht diese Konsolidierung meistens aus technischer Sicht trendfolgend auf. Die Kraft, die der Markt aber dafür braucht, um hier nach oben hin auszubrechen, ist oftmals sehr, sehr anstrengend für die Händlergruppe, in dem Fall der Bullen, sodass dann meistens eine Korrektur folgt bis zum eigentlichen Ausbruchsniveau. Das heißt, der Markt strengt sich an, bringt sehr, sehr viel Kraft auf und muss dann in der Regel sich sofort erholen und korrigieren. Und das ist zum einen jetzt natürlich ein Bereich, wo man long einsteigen kann mit dem Rücklauf an das eigentliche Ausbruchsniveau oder wo man natürlich sagen kann, wenn der Markt ausgebrochen ist und ich weiß, der kommt jetzt zurück, wie er so oft zurückkommt, dann kann ich natürlich hier oben dann auch eine Hedge-Position eingehen. Das heißt, ich kann hier den Short aufmachen und bis zum Ausbruch laufen lassen, den Short schließen und in die Netto-Long-Positionierung wieder reinkehren. Dementsprechend, sobald ihr eben einen Ausbruch aus einer technischen Formation seht, ist davon auszugehen, dass nach der Auflösung der Formation der Rücklauf kommt. Und diesen Rücklauf könnt ihr so lange hedgen, bis wir ans alte Ausbruchsniveau wieder rangelaufen sind. Ich möchte auch das nochmal kurz in einem Beispiel hier im MetaTrader zeigen. Tageschart für den Euro-US-Dollar. Hier hatten wir etwas zurückliegend eben den Abwärtstrend noch. Wir sind nach unten angelaufen, haben eine Unterstützungszone gefunden, ein Tief ausgebildet, haben uns korrigiert und sind dann unter die Unterstützung durchgebrochen, haben uns weiter bewegt und haben dann eben hier die Korrektur, wie so oft, und das sieht man sehr, sehr oft im Trading, in allen Basiswerten, in allen Zeiteinheiten, die Korrektur führte ganz genau dahin, wo das alte Ausbruchsniveau liegt. Der Markt brauchte das Kraftsammeln, um dann schließlich hier wieder in die nächste Progressionsphase, nächste Schubphase überzugehen. Das heißt, diese Zone, sobald ihr merkt, der Trend kommt zum Erliegen, es könnte seitwärts laufen, es könnte in die Korrektur gehen, kann man im Grunde genommen kurzfristig durch eine Long-Absicherung neutralisieren. Genauso wie wir das eben vorhin eingangs in Euro-US-Dollar Short Trade gemacht haben, könnte man also jetzt hier natürlich einen kurzen Long Trade dazwischen schieben. Ja, Hedging an Cluster, Widerständen, Unterstützung ist genau dasselbe. Wir haben sehr, sehr oft Bereiche im Kurs, im Chartbild, wo wir genau wissen, da ist ein sehr, sehr starker Widerstand. Ich komme auch hierzu wieder nochmal auf den Euro-US-Dollar zu sprechen, weil er einfach ein sehr, sehr schönes Beispiel gibt. Schau mal auf den Wochenchart, das langfristige Bild und den Bereich 1.1461. Hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Einmal bestätigt, zweimal angelaufen, dreimal angelaufen, vier, fünf, sechs, siebenmal, achtmal hat er sich die Nase gestoßen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wenn der Kurs hier oben ranläuft und dementsprechend den Widerstand erreicht, ist unglaublich hoch, dass er dann tageweise, zeitweise hier nach unten abprallt. Diese Wahrscheinlichkeit ist aus Sicht der technischen Analyse sehr, sehr hoch, weil wir das in der Vergangenheit sehr oft beobachtet haben, und je öfter eine solche Widerstandslinie bestätigt wird, desto stärker ist sie für die Zukunft zu werten. Das heißt, in dem Moment, wo ich hier long bin, kann ich zum einen natürlich hier einen Take Profit setzen und sagen, zumindest einen Teil der Position mache ich zu. Zum anderen kann ich auch schon fast blind, und das sage ich jetzt aus meiner Sicht, weil natürlich auch hier wieder Risiko drin ist, dass er wirklich direkt durchschießt, kann ich eigentlich hier schon fast blind bei 1.1461 die Long-Position raushatchen und tageweise, wochenweise die Korrektur, das Abprallen an einem sehr, sehr starken Widerstand traden. Also so viel zu Cluster-Widerständen, ganz, ganz wichtig. Horizontallinien wie diese Breite hier sind viel, viel wichtiger und viel, viel stärker zu werten als ansteigende oder abfallende Trendlinien. Die sind meistens sehr unsauber und funktionieren aus der Praxis heraus meistens dann doch gar nicht so gut. Okay. So viel zum Widerstands- bzw. Unterstützungsbereich, den ich natürlich auch hedgen kann. Hier nochmal ein Beispiel aus dem S&P 500. Wir haben also hier das alte Allzeithoch im Tageschart angelaufen, haben deutlich korrigiert, dann nochmal angelaufen, nochmal angelaufen. Das heißt, hier einen starken Widerstand gesehen. Und dann kann man eigentlich, sobald der Kurs hier oben andockt und eine Wendekerze sich formiert und vielleicht diese sogar noch bestätigt wird, dann kann ich natürlich sofort einen Hedge reinbauen, ein paar Tage lang hier zumindest daran verdienen, dass der Kurs hier diesen Widerstand einfach wahrnimmt, realisiert. Und wenn er den durchbricht, muss ich eben den Short Trade entweder schon geschlossen haben im Gewinn oder natürlich dann in den Netto-Long-Positionierung zurückkehren und sagen, jetzt kann er
weiterlaufen. Ich möchte euch an dieser Stelle auch noch zwei Strategien skizzieren. Skizzieren bedeutet, ich möchte euch einfach nur kurz zeigen, was so möglich ist und auch die Möglichkeit geben, wenn euch das nachhaltig interessieren sollte, dass wir da vielleicht dann nochmal tiefer reingehen, dass wir vielleicht nochmal ein Folgewebinar machen, wo wir auch ein paar Trades aufmachen, wo wir auf einem Cent-Konto vielleicht ein bisschen hedgen und dementsprechend einfach eine Möglichkeit des Hedgings als Strategie ist, dass die Gegenposition größer ist als die eigentliche ursprüngliche Positionierung. Bedeutet, hier, ich zitiere, geht man im Vergleich zur Öffnungsposition eine absolut größere Hedge-Position ein, so können die Verluste des ursprünglichen Trades nicht nur abgesichert werden, sondern auch minimiert, neutralisiert oder natürlich sogar komplett zu einem Gewinn werden. Bedeutet, wenn ihr mal merkt, dass ihr falsch liegt, dass ihr auf der falschen Seite tradet, dann kann es sein, einen Hedge aufzumachen, der die ursprüngliche Position übersteigt. Und dadurch, dass die Märkte natürlich in ihrer Masse nicht trendig sind, das heißt, dass sie in der Masse eigentlich von links nach rechts relativ volatil schwankend über den Bildschirm laufen, dadurch kann ich natürlich dann im besten Falle beide Positionen in den Markt reinbringen. Schaut euch den Euro-US-Dollar heute beispielsweise an. Der ist im Grunde genommen mal im Abwärtstrend, mal im Aufwärtstrend. Die meiste Zeit, wenn wir uns die einzelnen Kerzen anschauen, läuft er aber seitwärts. Das heißt, es kann sein, wenn ihr merkt, Mensch, ich war heute short, ich habe mich hier im Tief einstoppen lassen, dann läuft das Ding nach oben, bildet hier einen neuen Trend aus. Dann muss ich nicht unbedingt die Short-Position gleich schmeißen, sondern ich gehe einfach mit einer größeren Position, als ich short bin, long. Dadurch habe ich die Möglichkeit, beide Trades offen zu behalten und verdiene natürlich durch den Überschuss auf der Long-Seite eventuell sogar noch ein paar Euros hinzu und kann so eine Position drehen. Das heißt, ich kann den kompletten Full-Turn machen und dementsprechend einfach nur durch die Schwankung, die Volatilität versuchen, sogar beide in den Gewinn reinzubringen, ohne die Position sofort in den Markt reinzuwerfen. Weil wir wissen, dass die Märkte aus der Logik heraus meistens keine Trends haben, sondern eher seitwärts laufen. Deswegen kostet es ja übrigens die Trendfolger so viel Geld und deswegen sind ja auch die Trefferquoten so schlecht bei den Leuten, die nach Markttechnik beispielsweise handeln, weil einfach die Märkte an sich gar nicht unbedingt trendig laufen. Zweite Strategie, die ich euch zeigen möchte, ist, dass man die Gegenposition im Rücklauf immer mit einem Gewinn schließt. Das bedeutet, bei der Gegenposition, also einer Korrektur, wird einfach ein Gewinn mitgenommen und das mache ich einfach so lange, bis eben der Widerstandsbereich beispielsweise dann auch überwunden wird. Das heißt, ich kann hier sehr, sehr viele kleine Counter-Trades mitmachen, die gegen den Trend laufen und dadurch natürlich in der Hedge-Phase dann viel Geld gewinnen. Solange eben die Seitwärtsphase, die Korrekturphase Bestand hat, kann ich also immer gegen den Trend kleine Gewinne machen und erst wenn die Seitwärtsphase nachhaltig, also auf Periodenschlusskursbasis eines Tages, einer Stunde aufgebrochen wird, dann gehe ich wieder in die Trendpositionierung über. Das kann ich übrigens sehr, sehr schön visualisieren mit Hilfe unserer gleitenden Durchschnitte. Wenn sie sich zusammenziehen, kann ich im Grunde genommen anfangen zu hedgen, kann ich die Counterposition eingehen, dann kommt nämlich meistens ein Trend zum Erliegen und immer dann, wenn sie auffächern, und es funktioniert in allen Zeiteinheiten, dann muss ich aufhören zu hedgen. Dann stelle ich wieder auf die Trendfolge ein. Schauen wir uns das im Stundenchart an. Wenn die EMAs der Perioden 200, 150 und 20 auffächern, dann muss ich dem Trend folgen. Sobald sie sich zusammenziehen, also der kürzere gegen den Trendfilter läuft, oder sie sich gänzlich zusammenziehen, immer dann fange ich an, mit Counterpositionen, mit Hedges zu arbeiten. Hier haben wir ein schönes Beispiel. Wir hatten dieses Doppeltop hier vor ein paar Tagen, 23. Mai, wurde eben hier ein Widerstand angelaufen, zweimal bestätigt. Nach unten ist der Markt weggebrochen und spätestens dann, wenn sich eben die EMAs hier so schön zusammenziehen, kann ich hier langsam anfangen, mit neuen Tiefs Short-Positionen aufzumachen gegen den Trend, gegen vielleicht eine Long-Position, die ich habe, weil der langfristige Kurs nach oben geht und dementsprechend kann ich also mich an den gleitenden Durchschnitten orientieren, ob ich hedge oder ob ich nicht hedge. Im Moment sind sie zusammengezogen, das bedeutet, wir haben keine nachhaltige Dynamik im Markt und dementsprechend ist es so, dass eben hier die Hedge-Position meistens dann auch zu einem Erfolg wird, weil er einfach hin und her schwankt und wir sehr, sehr hohe Aussicht auf Erfolg haben
beide Positionen den Gewinn zu bekommen. Korrelationshedging ist auch ganz, ganz interessant, wenn man einfach sagt, ich gehe den Hedge nicht im selben Basiswert ein, also ich stelle mich beispielsweise nicht mit einem Long Trade im Euro-US-Dollar gegen den Short im Euro-US-Dollar, sondern ich suche mir einen negativ oder positiv korrelierten Basiswert, über 80% Korrelation und langfristig das Ganze, dann kann ich nämlich hier versuchen, einen anderen Basiswert als Hedge zu traden. Das funktioniert sehr, sehr gut. An dieser Stelle möchte ich dann aber nochmal verweisen, weil das ansonsten jetzt zu lange dauern würde, auf unser Webinar, was wir zum Thema Korrelationen gemacht haben. Das stelle ich euch hier noch in den YouTube-Kanal ein, falls es jemand nicht mitbekommen hat, dass man einfach sagt, man kann über die Korrelationen einen sinnvollen Hedge finden. Ich möchte nicht nochmal auf das Thema Korrelation eingehen, aber ihr müsst wissen, dass es oftmals mehr Sinn machen kann, eben einen korrelierten Trade einzugehen, als beispielsweise einen Trade im selben Basiswert. Ich will ganz kurz nochmal zu einer Tabelle kommen, die das nächste Thema etwas besser beschreibt, und dazu werde ich euch das Thema Swap Hedging mit korrelierten Basiswerten jetzt als eigentliches Fazit des heutigen Abends mit auf den Weg geben. Denn es ist so, wenn wir Werte haben, die eine hohe Korrelation haben, kann es sein, dass es sogar Basiswerte gibt, die beide einen positiven Swap abwerfen. Das heißt, ich kann beispielsweise im Moment den New Zealand Dollar, US-Dollar long handeln und den US-Dollar, Kanadisch-Dollar genauso long handeln, weil die sind zu fast über 90% negativ korreliert. Und kann mit beiden Positionen, dadurch, dass sie gegeneinander abgesichert sind, weil sie sich fast gegensätzlich spiegelbildlich verhalten, kann ich mit beiden Trades hier über Nacht immer einen positiven Swap generieren und dementsprechend natürlich einen sehr, sehr hohen Profit daraus schlagen. Ich schaue mal kurz, ob ich den Chart dazu noch finde, wie ihr das im Moment analysieren könnt, beziehungsweise im Moment vielleicht traden könnt. Dazu suche ich ganz kurz den Chart raus für unsere Währungspärchen. Ich muss ganz kurz auf die Suche gehen, aber es lohnt sich, wenn ich ihn dann finde. So, hier muss er jetzt im Grunde genommen gleich irgendwo auftauchen. Wir machen es einfach so, ich suche den Chart dann raus, wenn der Louis hier wieder übernimmt, und zeige euch den dann am Ende nochmal, dass ihr hier final seht. Ah, ich habe ihn. Ah, ich habe ihn gefunden. Sehr schön. Schaut euch das an. Wir haben also hier oben New Zealand Dollar, US Dollar, und wir haben hier unten US Dollar gegen kanadischen Dollar. Die laufen genau spiegelbildlich. Das heißt, wenn der eine hochgeht, geht der andere runter. Beide haben aber einen positiven Swap. Das bedeutet, ich kriege jede Nacht von einem guten Broker ein paar Cent gut geschrieben. Das heißt, ich gehe jetzt hier long und ich gehe hier long, um eben den Swap abzukassieren vom Broker. Die Position, die gewinnt, wenn sie steigt, die Position dementsprechend fällt und verliert, aber dadurch, dass sie eben so stark korreliert sind, nämlich zu über 93% negativ, hedgt sich der eine Verlust mit dem Gewinn wieder raus. Ich bin netto im Grunde genommen neutral gestellt, aber verdiene eben am Swap richtig entspannt und sicher Geld. Das ist dann ein sogenannter Carry Trade, der eben durch die Absicherung auch noch vergoldet wird. Ja, so viel dazu. Wenn ihr den Begriff Swap nicht kennt, beziehungsweise euch nicht mit Korrelationen auskennt, könnt ihr das gerne auf YouTube nachholen und euch die Webinare dazu natürlich noch anschauen. Ansonsten ja, möchte ich hier noch auf ein Thema eingehen, nämlich aufgrund von Risikomanagement zu hedgen. Das kann sein, dass ihr mal eine Position aufmacht, die eigentlich ein viel zu hohes Risiko hat. Stellt euch mal vor, ihr habt ein kleines Konto und vertut euch einfach in der Kommasetzung bei den Lotgrößen. Macht ihr also eine viel zu große Position auf, bezahlt natürlich im Zweifelsfall auch noch den Spread, der vielleicht relativ hoch ist, weil es eine exotische Währung ist, und habt das Problem. Das heißt, ihr habt ein Minus sofort als Buchgewinn dastehen durch den Spread oder die Kommissionskosten, habt vielleicht einen Trade aufgemacht, der viel zu groß ist, und das Schließen könnte euch jetzt natürlich dazu bringen, dass es teuer wird, weil ihr wieder den Spread bezahlen müsst. Und hier kann es Sinn machen, dass ihr einfach dann mit dem Teil dagegen hedgt, der euch wieder zur ursprünglich geplanten Positionsgröße führt und dementsprechend eben hier den Trade
sozusagen künstlich verkleinert. Das kann Sinn machen. Was auch Sinn machen kann, ist, wenn ihr auszahlen müsst, wenn ihr Geld braucht oder Verluste macht und eure Kontobalance weiter fällt, dass ihr eben eigentlich die Positionsgröße von den aktiven Trades anpassen müsstet. Und dementsprechend könnt ihr euch dann auch einfach dagegen hedgen und erstens die Margin minimieren, was der Louis gleich nochmal zeigen wird, und zum Zweiten natürlich dann auch Risiko aus den Trades rausnehmen. So kann man sich übrigens auch von einem Margin Call retten oder vor einer Margin-Anpassung, die die Broker in letzter Zeit sehr, sehr häufig machen. Eigentlich ist es so, immer wenn irgendein Event ansteht, irgendeine Wahl in Timbuktu oder sonst wo, dann schreiben die Broker im Moment E-Mails, passt auf Leute, wir setzen den Hebel runter, beziehungsweise wir fahren die Margin-Leistung hoch. Fibo Group macht das nicht, das ist eigentlich sehr, sehr gut, weil im Grunde genommen ist es einfach tödlich für Trader, wenn sich die kompletten Voraussetzungen des Tradings auf einmal ändern, nur weil irgendwo eine Wahl ansteht oder ähnliches. Und dementsprechend kann es eben sein, solltet ihr einen schlechten Broker haben, dass die Margin angepasst wird, dass ihr euch durch Hedges eben dann wieder freikaufen könnt. Oder natürlich, wenn das Konto kurz vor der Explosion steht, einfach die Margin durch einen Hedge runterfahren, weil der Broker belohnt es, wenn ihr euch mit einer Position gegenteilig positioniert, müsst ihr weniger Margin für beide hinterlegen und könnt im Grunde genommen eventuell euer Konto retten. Dazu, wie gesagt, gleich nochmal mehr vom Louis. Ansonsten, was ihr auch machen könnt, ist einfach Zeit gewinnen. Kann sein, dass jetzt euch zu Hause mal alles um die Ohren fliegt, dass die Trades sonst wohin laufen, Nachrichten über den Ticker laufen, die ihr erstmal auswerten wollt. Und dementsprechend kann es sein, dass ihr eine Auszeit braucht. Und diese könnt ihr gewinnen, ohne Position zu schließen, einfach durch natürlich einen sogenannten vollständigen systematischen Hedge zur Eliminierung jeglichen Risikos. Sollte man nicht ewig halten, weil meistens die Swap-Kosten auf der negativen Seite natürlich höher sind. Und dementsprechend ist es so, dass wir hier eventuell ja dann durch die Swap-Kosten so schleichende Verluste haben. Was wichtig ist, was ihr kennen solltet, sind die Kosten eines Hedges. Hedge bedeutet ja zunächst mal, ich mache noch einen Trade auf, ich mache eine Position mehr auf, als ich es vielleicht eigentlich möchte. Und dementsprechend müsst ihr eine Spread bezahlen, müsst ihr vielleicht sogar eine Kommission bezahlen, kommt aufs Kontomodell an, kommt auf den Broker an, habt im schlechtesten Fall noch eine Slippage oder natürlich Swaps, die gegen euch laufen. Und dementsprechend müsst ihr also im Vorfeld eines Hedges prüfen, ob ihr diesen überhaupt bezahlen könnt, ob ihr euch diesen leisten könnt. Und dementsprechend ist es hier nochmal ganz, ganz wichtig, auch auf den Broker zu sprechen zu kommen, weil es gibt sehr, sehr schlechte Broker, es gibt aber auch sehr, sehr gute Broker, und dementsprechend sollte man für seinen Basiswert, den man handelt, eben genau die Kondition untersuchen. Ihr könnt das im MetaTrader selber machen. Wie das funktioniert, wisst ihr in der Regel aus unseren Videos. Notfalls auch gerne beim Broker Support nachfragen. Der Louis hat beispielsweise auch seine E-Mail-Adresse und seine Telefonnummer vorhin eingeblendet. Der ist sehr gerne bereit, euch eben auch Fragen, die da noch auftauchen, zu beantworten. Oder was ihr auch mal vom Support machen lassen könnt, ist euch das Ganze durchrechnen zu lassen. Vorteil ist, ihr habt es einmal extern, müsst es nicht selber machen, und zum Zweiten könnt ihr so gleich die Qualität des Brokers und des Kundensupports ein bisschen testen, wenn ihr die eben mal vor eine Aufgabe stellt. Handelssoftware im MT5 ist mittlerweile das Hedging möglich. Anfangs war das nicht so. Mittlerweile also in allen gängigen Softwaren von MetaQuotes bzw. die meisten Brokern eben möglich, dass man direkte Long- und Short-Positionen hält. Anfangs wurde es im MT5 eben noch netto gerechnet, das heißt, durch eine Long-Position wurde eine bestehende Short-Position geschlossen, egal ob man es wollte oder nicht. Jetzt ist es nicht mehr so. Vorteile abschließend und Chancen durch das Hedging. Man kann weniger Verluste realisieren, wenn man es richtig macht, und dementsprechend seine Position länger im Markt behalten. Und man hat einen deutlichen psychologischen Vorteil, dadurch, dass eben die Trades eine höhere Chance haben, auch ins Ziel zu laufen. Und dementsprechend könnt ihr durch das Hedging eben, ich habe es euch jetzt gerade erklärt, auf vielfältige Weise eure Equity-Entwicklung entspannen, eventuell die Margin stabilisieren und dementsprechend hier euch absichern und ein deutlich größere Chance-Risiko-Verhältnis realisieren. Ihr habt es gesehen im Euro-US-Dollar-Tageschart, den Trade nach unten hätte ich nie machen können, ohne einen Hedge dazwischen zu werfen, da wäre einfach die Risikostrecke
deutlich zu groß. Auch Nachteile gibt es immer dann, wenn es Vorteile gibt, gibt es in der Regel auch Nachteile. Hedging ist nicht der heilige Gral und führt nicht automatisch zu Gewinnen. Es kann also sein, dass wenn ihr euch ständig hedgt, dass in eurem Konto überhaupt gar nichts mehr passiert oder dass ihr nur Kosten für den beziehungsweise Gewinne für den Broker generiert, dass also der Broker sich freut, dass ihr ein Riesenvolumen handelt, aber nichts dabei rauskommt. Ihr euch in den Gewinnen natürlich auch beschneidet. Dementsprechend sollten also Hedges irgendwann irgendwie auch wieder aufgelöst werden. Zum anderen kann es sein, dass ihr ein bisschen Überblick verliert. Im MT4 gibt es die Möglichkeit, Kommentare einzupflegen. Das heißt, ihr könnt den Trades Nummern geben oder könnt schreiben, dass das Hedge zu der und der Position, dass ihr einfach ein bisschen hier ja, das Ganze kenntlich macht. Und eine hohe Emotionalität eines Traders kann die Planung echter und guter kontrollierter Absicherung natürlich behindern. Also wenn jemand sehr hibbelig ist, sehr angegriffen ist, weil vielleicht die Positionen im Minus laufen, kann es sein, dass dann einfach mal schnell in einen Hedge reingeworfen wird, um das Ganze zu neutralisieren, dann aber vielleicht vergessen wird, dass die Swap-Kosten über die Wochen euch dann trotzdem zu einem Verlust führen. Praxis aus meiner Sicht, 5 Schritte zum sinnvollen Hedging, die man einfach für sich selbst als Routine festschreiben sollte. So mache ich es zumindest und so könnt ihr es machen, müsst ihr natürlich nicht. Erstens, schaut, wie sind eure aktuellen Positionen gestrickt, wo wollt ihr hin, wie läuft der Markt, läuft er gegen euch? Läuft er zu stark gegen euch? Machen die Positionen noch Sinn? Macht ein Hedge im zweiten Falle überhaupt Sinn oder ist er notwendig? Wie plane ich den Hedge? Wie lange will ich ihn halten? Wie viele Tage? In welche Chartregionen möchte ich den Hedge führen? Wann muss ich ihn wieder auflösen? Dann muss ich die Kosten vorher berechnen. Also Swaps, Kommissionen, beispielsweise Spreads. Muss ich einmal berechnen, kann ich mir den Hedge leisten? Gibt die Margin das Ganze her? Und dann kann ich natürlich, wenn ich ihn aktiviert habe, abschließend das Ganze, beziehungsweise muss das Ganze natürlich dann fortlaufend auch kontrollieren, wann muss ich ihn wieder schließen. Und dementsprechend möchte ich abschließend noch zu einem Fazit kommen. Aus meiner Sicht darf also Hedging niemals ein Mittel sein, um Verluste nicht als diese zu akzeptieren und ewiglich einzufrieren und vielleicht eben durch fortlaufende Kosten das Ganze versteckt zum Ruin zu führen, sondern vielmehr kann der Trader mit Hilfe des Hedgings und der Absicherungsgeschäfte deutlich agiler werden, neutraler werden im Depot, wenn er es muss und kann Drawdown-Phasen zeitweise neutralisieren. Dementsprechend einfach das Hedging einsetzen. Ich empfehle euch, das Ganze zu üben und zwar nicht im Demo-Konto und nicht in einem echten Konto, sondern in einem sogenannten Send-Konto. Send-Konto ist das, was wir euch am Donnerstag zeigen, wo wir am Donnerstag anfangen, darin zu traden auch, beziehungsweise das zunächst mal vorstellen. Und dementsprechend wäre das eine ideale Übungsumgebung, um auch das Hedging zu proben. Und ich werde auch dann in den nächsten 5 Terminen dann auf jeden Fall noch ein bisschen Praxis zeigen, werde euch zeigen, wie wir das, was wir gerade aus dem PowerPoint jetzt alles rausgelesen haben, dann auch in der Praxis anwenden, weil ich weiß, das war jetzt sehr, sehr viel Input. Die Zeit ist auch im Grunde genommen schon wieder durch. Das ist jetzt schon wieder eine Stunde her, dass wir angefangen haben. Viele Möglichkeiten, die ihr habt im Hedging. Die wichtigste aus meiner Sicht ist diese, dass man Chartregionen neutralisieren kann, beziehungsweise sich vor einem Margin Call retten kann. Und dementsprechend möchte ich jetzt an dieser Stelle zunächst mal euch nochmal auffordern, Fragen einzustellen, sollten noch welche offen sein. Und zum anderen möchte ich auch nochmal an den Louis übergeben, sodass der eben auch mit dem, was er vorhin schon angedeutet hat, jetzt abschließen kann. Ich lese die Fragen mit und moderiere sie gegebenenfalls ein. Ansonsten, Louis, kannst du jetzt gerne nochmal die Moderation übernehmen und hier zum Ende kommen. Okay, dann herzlichen Dank. Du hattest noch das mit dem Hedging, mit dem Swap angesprochen, dass ich das vorbereitet habe. Nicht genau so, wie es du jetzt angekündigt hast, aber ich möchte mal etwas zeigen, was wirklich schön ist, weil ich das gerade gemacht habe und wir hatten das auch besprochen. Gib mir kurz ein Feedback. Seht ihr meinen Chart hier? Ja, wir sind im MT4, beziehungsweise MT5 sogar. Dankeschön. Du hattest das Double Top hier angekündigt, das ist der Euro-US-Dollar, eine neue Software, die wir testen, die es dann bei dir in der nächsten Zeit geben wird, sobald das da ausgetestet ist und funktioniert. Und um zu testen, war ich eben bei diesem Double Top da eingestiegen und wollte Short gehen, weil Short habe ich ja diesen positiven Swap. Und dieser Trade läuft jetzt über ein paar Tage und jetzt sieht man da unten, wie schön das ist.
einfach nur weil ich den Trade habe, habe ich fast 40, was ist die Konversion hier, ist US-Dollar, fast 40 US-Dollar einfach so dazu. Jetzt ist am meisten noch die Frage, wie weiß ich, ob mein Broker auch positive Swaps anbietet. Ich gehe da in den MT4 und habe den Euro-US-Dollar vorbereitet. Und wenn man jetzt hier mal rechte Maustaste klickt, Spezifikation, dann seht ihr zu Hause, wenn ihr das selber sehen wolltet, ein Swap Long würde im Moment minus 4,8 pro Lot und ein Swap Short würde 4,4 pro Lot und in dem Fall auch US-Dollar auszahlen, einfach über Nacht. Jetzt schaut mal, ob das bei einem Demo-Account bei einem anderen Broker da ist, weil die meisten haben eben keine positiven Swaps und das kann sich summieren. Ich zeige es hier nochmal, wie schön das ist. 40 Euro in 5 Tagen einfach so dazu. Gut, wollte ich auch noch ergänzen, wir haben neben den positiven Swaps, war noch die Frage, wir haben kein Stop-Phishing, wir machen keine falschen Kurse. Wir handeln nicht gegen unsere Kunden, wir tun alles direkt weitergeben, STP Brokerage, also Prime und sehr, sehr qualitativ, sehr hochwertige Ware. So, soviel zum Werbeteil von meiner Seite. Ich würde mich freuen, oder ich freue mich auch darüber, den einen oder anderen von euch einmal am Telefon zu haben und das war das Falsche, und mit euch zu sprechen, deshalb hier nochmal kurz die Kontaktdaten, die ihr direkt mit der FIBO Group oder mit mir in Kontakt kommen könnt. Ich bedanke mich an der Stelle und gebe hier noch für die paar Schlussworte, gebe es hier noch zurück und wünsche euch da draußen viel Erfolg beim Trading und freue mich auch von euch zu hören. Bye bye. Ja, danke an den Louis. Nutzt die Möglichkeit, ihr seht hier die Kontaktdaten, nutzt das aus. Der Louis sitzt den ganzen Tag im Büro und langweilt sich sonst. Also wenn ihr Fragen habt, löchert die Jungs. Und testet wirklich einfach den Broker, auch den Support. Können die euch helfen, können die euch nicht helfen? Schaut euch die Accounts an, schaut euch das mit dem Sendkonto an. Das ist eine super Möglichkeit. Und ansonsten, ja, bleibt mir nicht mehr viel übrig, als Danke zu sagen für eure Zeit heute Abend, für euer Engagement. Ich weise nochmal darauf hin, wer Lust hat, am Donnerstag dabei zu sein, der sieht dann auch das Ganze nochmal etwas praktischer. Wir werden also nächste Woche das auch nutzen müssen, wahrscheinlich, weil das einfach das Trading bereichert. Ich sage danke, wünsche euch einen wunderschönen Abend noch. Ich hoffe, gewitterfrei. Ich weiß, in München könnte sich jetzt hier im Süden was zusammenbrauen. Schauen wir mal. Den Pflanzen wird es gut tun. Ich sage danke an den Louis fürs Hiersein. Werde euch die Aufzeichnung heute Abend natürlich noch hochladen und dementsprechend wünsche ich euch alles Gute. Wenn Fragen sein sollten, dann gerne diese auch in Zukunft an uns stellen per E-Mail an info@training-stars.de oder natürlich auch an den Louis. Dankeschön.